meine lieben Facebook- und YouTube-Freunde von BRA-TV. Ihr wisst Bescheid, was geht ab. So, das Ding ist so, ich wollte mich jetzt zu den ganzen Vorfällen auch gar nicht äußern. Ja, ihr wisst, worum es geht. Genau um Silvesternacht am Kölner Hauptbahnhof. Aber da ich schon seit mehreren Jahren hier in Köln lebe und Kölner bin, ich denke schon, dass ich jetzt ein paar Takte dazu sagen muss, da ich auch selber mit meinen eigenen Augen sehe, was hier so abgeht in Köln. Ja, fangen wir erstmal an. Ich bin Multikulti aufgewachsen. Nicht, dass dann am Ende irgendwie Kommentare kommen, oh, gegen Islam, der ist gegen Christen, der ist gegen was weiß ich, Alter, Syrer, Iraker, Iraner, Afrikaner, weil er Christ ist. Nee, nee, nee. Ich bin Multikulti aufgewachsen. Genau die Leute, die ich jetzt, Nationalitäten, die ich erwähnt habe, mehr oder weniger, mit denen bin ich auch aufgewachsen. Mit Türken, Kurden, Albanern, Serben, Italienern, boah, schieß mich tot, Alter. Irakern, Afghanen, was weiß ich, Alter. Alles Mischmasch. So. Für mich zählt das nicht. Wen respektierst du? Welche Religionsrichtung? Ah, nee. Lass mal lieber. Nee, nee. Für mich ist so das Menschliche. Bist du cool, bist du respektvoll zu mir, genauso bin ich zu dir, ganz einfach. So ist man aufgewachsen hier und so wird das auch weiterhin sein. Aber was hier gerade in Köln abgeht, das geht nicht. Mein Kollege, ja, mein Bruder, Essan, Afghane übrigens, hat mir heute ein Video geschickt. So, Bruder, guck mal, meinst du, das stimmt so, was er sagt? Es geht um Folgendes, es geht um einen gewissen YouTuber, den Namen möchte ich jetzt nicht sagen, am Ende macht er einen auf Susan, macht Urheberrechtverletzung, dies, das. Seine Videobeschreibung könnt ihr immer eingeben, checken, heißt alles gelogen. Silvesternacht Köln, +++, Skandalvideo um die Geschehnisse. So, da erzählt er halt über einen Ivan, der in der besagten Silvesternacht als Türsteher gearbeitet hat, irgendwie gegenüber vom Kölner Dom im Hotel oder so. Da hat er halt ein paar Frauen geholfen, hat ein paar Flüchtlinge weggeklatscht und so. Und der zieht sich jetzt an dem hoch, an seinen Klick so. Weil der Ivan hat irgendwie 4 Millionen Klicks oder keine Ahnung. Der will sich jetzt hochziehen. So. Das Ding ist so, ich schalte mir das Video ein, ich gucke ihn mir so an, jetzt ohne irgendwie beleidigend zu werden oder so. Ich habe direkt gesehen, ja, das ist ja voller Lappen, was erzählt er da? Das ist genau so ein Typ, wenn er mit seiner Verlobten, er erzählt ja irgendwie Verlobte, die ist dann, wenn er mit seiner Verlobten an dieser Nacht am Kölner Hauptbahnhof wäre, ja, und seine Verlobte wäre so angefasst worden, an der Momo, dies, das. Das ist nämlich so ein Typ und du weißt es ganz genau, du wärst sofort zu der Polizei gerannt, hey, hier, Hilfe, ich kann nichts machen, dies, das, gucken Sie mal, was soll ich denn machen, ich möchte eine Anzeige machen. Du bist genauso ein Typ und hier machst du einen auf Hector, was weiß ich, halt. Pass mal auf, ich erzähle dir das mal, wie das jetzt hier abläuft. Erstens, deine ganzen Äußerungen, die du jetzt hier im Video von dir gibst, ja, kann man schon alleine aus diesem Grund nicht ernst nehmen, weil du nur in eine Richtung fixiert bist. Und zwar, deine ganzen Videos handeln sich nur über Islam, Moscheen, Punkt. Nur über diese Videos, alles was gegen Islam gesagt wird oder was weiß ich, nur das, so wie ich mir oberflächlich angeguckt habe, handelt es sich bei dir auf deinem YouTube-Channel. Ja? So, also brauchst du schon mal gar nicht zu reden, du bist nicht neutraler Typ. Ja, du bist nicht neutral, so wie ich. Ich bin jetzt Christ, aber ich bin neutral. Ich bin zu Islam, zu Moslems sehr respektvoll gegenüber. Ich liebe jede Religionsrichtung, ja. Das ist mir egal, was das für eine Religionsrichtung ist. Auch wenn es Buddhismus ist und so. Mann, vom Herzen aus. Wenn du wie ein Mensch kommst, dann respektiere ich dich auch so. Aber du willst wahrscheinlich deine Brüder da irgendwie in Schutz nehmen. Weil du dir denkst, sicherlich, oh, da sind sehr viele Moslems bei, das darf natürlich nicht sein, ich muss dir irgendwie in Schutz nehmen. Nee, nee, hör mir auf mit dieser Kacke da, hör mir auf jetzt, ja. So, ich bin Kölner, ich sehe ganz genau, was hier abgeht. Und das Ding ist so, ich erzähle mal eins. Ich habe so ein Video gesehen, ja, ich erstmal zu mir so, ich bin in Kasachstan geboren, überhaupt gar kein Problem, aber man kann mich, meine Familie allgemein so, mit den ganzen gar nicht vergleichen. Wir haben schon deutsche Wurzeln gehabt, so. Von daher brauchen wir gar nicht. Ich habe auch einen deutschen Nachnamen, das sagt schon alles. Man braucht mich da gar nicht zu vergleichen. Aber wir sind auch. Ich bin in Kasachstan geboren, sind hier hingekommen,
mussten auch erstmal so in Kasernen, Asylheim oder was weiß ich, wie man das nennt, halbes Jahr leben und so in einem Zimmer zu viert und so weiter, zu dritt, manche halt noch mehr. Dings, auf jeden Fall, hör mal zu jetzt. Trotzdem, ich habe mich sofort vom Tag 1, ich hatte richtig Respekt vor diesem Land. Ich bin gekommen, wow, Alter, Deutschland, alles leuchtet. Wow, es war für mich einfach, ich kann das nicht beschreiben, einfach wow, so ein Wow-Moment, das nie aus dem Kopf geht, niemals. So, ich hatte so Respekt vor diesem Land, habe ich noch immer. Ich würde niemals irgendwie gegen dieses System schießen oder mich dagegen stellen, so wie die meisten Flüchtlinge schon am Anfang. So, irgendwo wurde jetzt Zug angehalten, ich weiß jetzt nicht in welchem Land, Österreich oder was. Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Da kommen Helfer, stellen den Kiste Wasser hin, die treten weg. Worum ging's? Weil der Zug angehalten ist. So, weil die sich registrieren. Also die müssten sich registrieren. Nee, wollen die nicht. Die zeigen da schon ihren Charakter. Nee, wollen wir nicht. Treten Wasser weg. Was sind das für Leute? Was sind das für Menschen? Solche Menschen brauchen keine Hilfe. Ganz ehrlich, solche Menschen brauchen keine Hilfe. Und die haben hier in Deutschland nichts verloren. Weil denen geht's doch gut. Die treten Wasser weg. Die zeigen da schon ihren Charakter. Nee, wollen wir nicht. Denkt ihr, solche Leute, die, nicht alle, da muss ich nochmal dazu betonen, nicht alle, die Leute, die irgendwie jetzt richtig krass im Kriegsgebiet aufgewachsen sind, neben denen wurde so ein Freund zerfetzt von einer Bombe. Beileid, mein Beileid, herzlich willkommen hier, auf jeden Fall sehr herzlich willkommen, wo ich helfen kann, helfe ich, aber nicht diesen, die meisten überwiegen, das sind so, was nicht, Jugendliche, fast Erwachsene, so von 16 bis 30, Alter, was ist das denn? Ja, das geht gar nicht klar. Erstens, sie kennen sowas nicht wie Gesetze. Ja, sowas kennen sie nicht. Die sind aufgewachsen, bei denen gibt es sowas nicht. Gesetze, du kriegst eine Anzeige, die lachen darüber, die kennen das nicht. Deswegen wollen sie sich auch hier weiter so entwickeln. So wie sie schon an der Grenze gezeigt haben. Wasser wegkicken und so, dies, das, was ist das? Das macht kein Mensch, der Hilfe braucht. Ganz einfach. Oder da steht einer, original so, im Interview, mit einem iPhone 6, ich muss hier voll husteln, voll arbeiten, damit ich mir ein iPhone 6 zuschaffe, sozusagen. Ja. Steht da so, macht da so ein Interview, ja, ich bin arm so, ich habe gar nichts mit einem iPhone 6. Alter, willst du mich verarschen? So schlecht geht's dir nicht. Verkauf wenigstens, wenn du schon so arm bist. Du kannst doch dein iPhone 6 schon mal weggeben, so kannst dir ein billigeren Smartphone klar machen. Du hast schon Geld auf Tasche. Verstehst du? Aber ist eine andere Geschichte. So, die zeigen schon da ihren Charakter. Und in den meisten Ländern ist halt so, Frau für die nix. Die ist nichts wert einfach. Es sind halt Fakten und das wollen sie hier in Deutschland halt so weiter fabrizieren. Das geht aber nicht. Ich bin mit sehr vielen Muslimen auch befreundet, sehr, sehr vielen. Und die meisten sind auch wie ich hier aufgewachsen. Ob du willst oder nicht, man hat sich integriert. Man redet vielleicht zu Hause so, wie ich noch. Wenn ich zu Hause bin, meine Mutter so russisch-deutsch, so gemischt. Aber wenn man draußen ist, ist einfach Fakt, ist automatisch, du redest und denkst deutsch. Und wer das nicht verstehen möchte oder will, aus Prinzip, so, nee, ich bin auf jeden Fall scheiße auf die Deutschen, so, ich scheiße auf die. Was willst du hier, Alter, ja? Hau ab, solche Leute machen nur Stress. Die regen mich deswegen auf, wie ich jetzt mit meiner Frau so, Silvester macht am Kölner Hauptbahnhof, da wären so ein paar Geckos gekommen, ich müsste die schlagen. Entweder schlag ich die, aber was zu 100% wäre, ich hätte vielleicht ein, zwei geboxt, ich wäre dann kaputt. Die wären mit einer Horde auf mich draufgesprungen. Nee, das geht nicht. Kein Respekt für solche Leute. Auch gar keinen Respekt, die irgendwie eine Frau schlagen, so wie die zwei Geckos, Alter, richtige Spackos. Aber das war jetzt nicht in Dings. In Köln, sondern irgendwo in Paris. Hier, das. So, ihr habt's gesehen, also das sind halt Kinder, ja. Die Mutter hat irgendwie 10 Kinder, ist überfordert, kommt gar nicht mit der Erziehung mehr klar und da entwickelt sie sowas. Frauen sind nichts.
Alleine eine Frau mit der Faust ins Gesicht zu schlagen, das sagt doch schon alles. Du hast keine Eier, du hast nichts, du bist ein ehrenloser Hund. Krass, Alter. Naja, so, zurück nochmal zu dem Thema Silvesternacht. So, ich habe mit meinen eigenen Augen gesehen, wie sehr viele Asylbewerber hier sich benehmen. Ja, ich wurde jetzt vor ein paar Monaten abgezogen. Ich bin vom Club nach Hause gegangen, waren auf jeden Fall so arabische Abstammung auf jeden Fall. Ich gehe vom Club nach Hause, Disco, Sonntagmorgens um 6 Uhr morgens. So. Kommen so zwei zu mir, sehr, sehr schlecht Deutsch, so. Warten, warten, Bruder, tanzen, tanzen. Ich denke, was für Tanzen, ja? Ich bin direkt so straßenjungemäßig eingestellt, okay, die wollen mich abziehen, ja? Aber ich trinke immer so viel, dass ich mich wehren kann. Ich direkt Feuerzeug in die Hand, so. Ich warte, bis es losgeht. Die sind so zu zweit. Der erste Schlag muss sitzen. Also beim ersten muss er auf jeden Fall sitzen. Er umarmt mich, tanzt so und ich denke, wann fängt er an? Wann fängt er an? Ich bin voll auf ihn fixiert, so. Währenddessen hat der zweite mir ein Portemonnaie aus der Tasche geklaut, hinten. Ich habe das gar nicht gecheckt. Ich war voll auf den konzentriert, so. Was soll ich eine Bombe geben? Die ganze Zeit richtig konzentriert, so. Auf einmal sagt, dann mache ich so seine Hand weg. Ich denke, ja, ist gut, jetzt fängst du an, oder was? Also, mit dir nix gut tanze. Geht weg. Nächsten Morgen merke ich, mein Portemonnaie ist weg. Boah. Dicker, zum Glück hatte ich gar kein Geld, so. Portemonnaie wurde dann auch gefunden. Zum Glück mit ganzen Karten, alles da. Bank habe ich sofort sperren lassen. Boah, das war auf jeden Fall ein Vorfall, was ich an meinen eigenen Leib erfahren musste. Naja. Shit happens. Jetzt lasse ich gar keinen nicht mal anfassen, Alter. Sofort Hand wegschlagen. Verpiss dich. So, mach das auch, glaub mir. Natürlich nicht, wenn sie zu 10 sind, dann wissen wir ja, was passiert. So, das ist das eine. Das zweite, das verstehe ich nicht. Mit der Flagge. Silvesternacht mit der Flagge. Dann mit der Flagge Silvesternacht rumlaufen. Natürlich kann jeder mit seiner Landesflagge rumlaufen, überhaupt gar kein Problem. Aber an Silvesternacht, mir wäre niemals in den Sinn gekommen, Silvesternacht irgendwie frisch bevor ich hier nach Deutschland gekommen bin, kasachische Pfanne rauszuholen. So. Davor hätte ich viel zu viel Respekt. So. Aber will er damit jetzt provozieren? Was will er damit jetzt zeigen? So? Klar kann er auf sein Land stolz sein, überhaupt gar kein Problem. Aber was machst du dann für Faxen? Was machst du hier, Dickerchen? Komische Dings, Alter, das ist echt ein komisches Thema so. Und sehr viele sind sehr dreckig und kriminell. Brauchen wir gar nicht zu reden, sage ich so wie es ist, das ist halt so. So, das andere Ding, meine lieben Facebook- und YouTube-Freunde, was sagt ihr denn dazu? Kölner Dom, ich denke mal schon einer der ältesten Kirchen auf der Welt, christlichen Kirchen auf der Welt, die wird offensichtlich und extra von den Heranwachsenden aus anderem Land beschossen mit Raketen. So, ganz ehrlich, jetzt fernab von der Religion, so, wie gesagt, mir ist egal, ob katholisch, christlich, dies, das, aber, was wäre passiert, wenn jetzt so irgendwie in einem Land, wo Christen leben, sage ich mal, richtig Krieg wäre und die müssten halt flüchten? So, die werden jetzt nach Saudi-Arabien geflüchtet. Soweit ich weiß, steht die älteste Moschee in Medin oder so. Wenn da jetzt Silvester wäre und die Christen hätten die älteste Moschee mit Raketen beschossen, offensichtlich, so aus der Hand raus, was wäre dann passiert? Richtig, ich und ihr wisst, was passiert wäre. Entweder werden sie gesteinigt, gehängt, Kopf ab, was weiß ich, was mit dem wäre, aber definitiv wäre mit dem nicht so wie hier, die Polizei, alle tolerieren das,
Papst, Mapst, was weiß ich, alle tolerieren das, die ganze Bevölkerung. Ja, passiert halt, ne? Hey, wo kommen wir denn da hin? Wo bleibt denn die Gerechtigkeit dann? Das ist nämlich der Punkt, die wollen schon hier ihren Charakter weiterleben. Versteht ihr das? Wacht mal langsam auf. Wacht mal langsam auf. Boah, ja, da kriege ich echt eine zu viel hier. So, was ich euch sagen möchte, ja, das geht nicht. So, die Leute, die so ekelhaft drauf sind, und ich betone nochmal, das sind nicht alle. Zum Glück nicht alle. Es gibt wirklich unter diesen Flüchtlingen Menschen und Familien, die wirklich Hilfe brauchen, die wirklich hilfsbedürftig sind. Die tun mir auch vom Herzen auch aus leid. Die sind hier sehr herzlich willkommen, auf jeden Fall. Das Ding ist so, weil früher oder später begegne ich so einem, dann wird irgendwas passieren, weil ich bin kein Junge, Alter, da muss irgendwas dann passieren. Und dann bin ich nicht bereit, für so ein Otto noch irgendwie in den Bau zu gehen. Im Endeffekt kann ich dann bestimmt nichts dafür, so, wenn sie sich schon wie Tiere verhalten, ja, wenn ich so mit einer Frau bin und dann kommt so einer, macht so Faxen. Tut mir leid, was für Polizei, was für Polizei. In diesem Moment denke ich gar nicht an Polizei. Alleine schon, wenn ich sehe, dass irgendeiner vor meinen Augen eine Frau schlägt, Alter, raste ich aus. Das ist nicht so, dass ich dann mich wegdrehe, so, ich tue so, nichts gesehen, nichts passiert. Nee, dann gucke ich, das ist wie ein Magnet, Alter, dann gucke ich noch mehr dahin, was ist das? So, dann muss ich dahin. Ist doch schon oft passiert, dann muss ich den Jungen auch schlagen, Alter, wenn er zu cool wird. So. Braucht man gar nicht zu reden. Zum Glück war ich Silvesternacht nicht da. Ich war trainieren. Zum Glück war ich nicht mit irgendeiner Frau da. Das wäre richtig eskaliert dann auf jeden Fall. Da brauchen wir gar nicht zu reden. Zum Glück war ich echt trainieren. Also so jetzt hier sagen, ja, muss weg. Also muss, da muss härtere Strafen sein. So. Weil die lachen sich kaputt so. Die sagen doch schon selber zu den Polizisten so, sie nichts schlimm machen mit mir dürfen, Merkel mich eingeladen hier. Alter, weil die wissen das, die wissen das. Bei voll vielen Flüchtlingen wurde doch so ein kleines Handbuch gefunden, wo die ganzen Gesetze stehen auf arabischer Schrift, so, was sie dürfen hier in Deutschland, was sie nicht dürfen, was sie auf jeden Fall dürfen und denen darf dann aber auch nichts passieren, wenn sie sowas begehen, so ein kleinen, was heißt klein oder größeren Kavaliersdelikt, denen kann nichts passieren und das machen die auch, die klauen tagtäglich und was weiß ich, okay, jeder hat von uns schon mal so ein Kaugummi eingesteckt, die ist da, wo man jünger war, ja, aber die übertreiben ja hier völlig, Alter. Jetzt mit diesen sexuellen Übergriffen, so einfach so Frau an die Momo zu fassen und so. Alter, wie ehrenlos bist du? Du bist ja ein richtiger Hund. Das zeigt in meinen Augen, eine Frau ist für dich nichts wert. Nichts. Du behandelst sie wirklich wie so ein Esel. Ein Esel behandelst du eine Frau. Fässt sie überall an und so. Nee, geht gar nicht klar. Also ich bin voll dagegen so. Und das, was der YouTuber da von sich preisgibt, Dicker, konzentrier dich auf deine Richtung da, wo du gehst, ist gar kein Problem, kannst du gerne über Moschees auch gerne Reportagen machen, aber gib nicht deinen Senf dazu ab, so, wo du gar keine Ahnung hast. So, dann sagt der Kollege, wie gesagt, der Ivan, das ist ein Schauspieler bei RTL und so. Erst ist er Türsteher, dann ist er Kellner. Bist du hängen geblieben oder was? Ich arbeite auch für RTL, RTL 2. Ihr könnt das hier auf meiner Seite Pratv sehen. Hier und da drehe ich ein paar Dinge. Das ist halt so. Wenn man ein Projekt abgedreht hat, hat man erstmal eine Ruhephase, also Drehpause. Und in dieser Pause muss man sich irgendwie einarbeitig eine Beschäftigung suchen. Sei es Kellner, Straßenfeger, Türsteher. Was weiß ich, McDonalds oder was weiß ich, was es alles noch gibt. So. Das hat doch damit nichts zu tun, als dass er jetzt als Schauspieler hin und wieder mal tätig ist, dass er nicht Türsteher werden kann oder sein kann. Ey, du hast ey, gar keine Ahnung, Dicker, Alter. Mach lieber weiter deinen Bachelorarbeit da und sprich Themen erst gar nicht an, von denen du überhaupt gar keine Ahnung hast, ja. Von denen du überhaupt gar keine Ahnung hast.
So wie du aussiehst, bist du nie. Du hast, weißt gar nicht, was passiert so auf den Straßen. Also quatsch mir nicht so einen Scheiß jetzt. So. Also ihr wisst Bescheid, ihr müsst das Video nicht liken, dies, das. Aber ich bin für Deutschland auf jeden Fall, ich bin froh, dass ich hier bin und das geht nicht. Sag ich mal, hier rumlaufen, die Scheiße machen. Ich würde genau das gleiche auch zu den Leuten sagen, die aus Kasachstan kommen. Die können aus dem gleichen Haus kommen, wo ich geboren bin. Ja, wenn die sich so daneben benehmen würden, würde ich genau das gleiche sagen. Ey, pack bitte die Sachen, Alter, geh mal weg. Weil das sind diese Leute, die dann wiederum andere Leute in so eine Stresssituation reinziehen, wo Eskalation wird und einer muss dann in den Knast. Und das ist dann der, der sich verteidigt hat. Zu 80% ist das so. Zack, kommt so ein Bastard, der macht Faxen. Wäre der nicht da, wäre dieser Junge einfach gerade ausgegangen. Nein, da kommt der, gibt Portemonnaie, haut er den weg. So, muss der in den Knast. Alles schon gehabt, man kennt das schon. So, in diesem Sinne, Prati, wie ihr wisst Bescheid, lasst euch nicht vorlabern, schon gar nicht hier von der Bürgermeisterin Köln. Arm, einen Abstand, Armlänge und so. Lies weiter deine Bücher so. Du hast überhaupt gar keine Ahnung, was hier auf der Welt abgeht. Und hier in Köln vor allem. Und mach deine Armlänge bei dir zu Hause mit deinem Mann. So. In diesem Sinne, ihr wisst Bescheid, Prati Video, lasst euch nicht volllabern von irgendwelchen Medien. Bildet euch selber eure Meinung, das, was euer Verstand und euer Herz euch sagt. Im meisten stimmt das auch. Also. Meine Damen und Herren, Prati TV is all over the world. Mehr muss ich dazu nicht sagen.